Aus meiner Perspektive ist es notwendig, tatsächlich in den Dialog zu gehen. Das heißt, alle Akteurinnen und Akteure an den Tisch zu bringen. Hochschulen haben eine große Verantwortung und Aufgabe im Bereich der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, denn von guten Lehrerinnen und Lehrern hängt es im Endeffekt ab, wie wir die digitale Gesellschaft gestalten. Sie sind verantwortlich in der Schule dafür, den Schülerinnen und Schülern die notwendigen Kompetenzen mitzugeben, letztendlich die Welt, in der wir zukünftig leben, von der wir jetzt noch nicht wissen, wie sie aussehen wird, zu gestalten. Eine große Herausforderung in den nächsten Jahren bezogen auf das Thema Digitalisierung oder digitale Medien besteht darin, dass sich die Lehrerbildung aus unterschiedlichen Disziplinen speist. Wir haben die Fachwissenschaft, die Fachdidaktiken und die Bildungswissenschaften und innerhalb dieser je eigene Medienverständnisse. Das heißt, während die Fachwissenschaften tatsächlich digitale Medien zum Erkenntnisgewinn nutzen, steht in den Fachdidaktiken beispielsweise das Lehren und Lernen mit digitalen Medien im Vordergrund, während in den Bildungswissenschaften vielleicht tatsächlich die Veränderung von Gesellschaft durch digitale Medien thematisiert wird. Und das kohärent zusammenzubringen, bleibt eine Herausforderung für die nächsten Jahre. Ich glaube, Lehrerinnen- und Lehrerbildung in Deutschland kann aktuell nur gemeinsam gestaltet werden. Aus meiner Perspektive ist es notwendig, tatsächlich in den Dialog zu gehen. Das heißt, alle Akteurinnen und Akteure an den Tisch zu bringen. Das passiert natürlich nicht zeitgleich immer an einen Tisch, aber die Gespräche zwischen den unterschiedlichen Phasen, die Gespräche zwischen Hochschulen und Ministerien, die Gespräche mit Lehrerinnen und Lehrern in der Schule, all das sind für mich wichtige Impulse, wie Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelingen kann.